Meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, zumindest die 3%, die weiblich bei mir sind, heute zeige ich euch den deutschen E25. Für mich einer der Überraschungspanzer überhaupt in diesem Spiel, der kam und war einfach gigantisch. Leider gibt es ihn ja jetzt nicht mehr zu kaufen, aber umso lieber zeige ich ihn und besonders, wenn eine so fantastische Runde hier kommen soll, wie es zumindest von den Eckdaten her aussieht. Ich bin äußerst gespannt, was der Schwump, so heißt er nämlich unser Spieler, Schwump, servus, hier jetzt so zeigen wird. Wir machen die Minimap größer, gucken uns ein bisschen auch die Gegner an. Hier Polargebiet im Standardgefecht. Tier 7 ist Top-Tier. Tier 6 und 5 sowie sogar 4er Scout gibt es auch. Und da ist also für jeden was dabei. Und hier kriegt er schon die ersten Hits, beziehungsweise die ersten Targets, auf die er zumindest versucht zu schießen. Aber der Gegner schießt auch schon fleißig rüber. Viel daneben geschossen. Also hier oben ist schon was los. Die Artis halten auch schon ordentlich rein. Bis jetzt eine sehr brotlose Kunst, die Rhea an den Tag gelegt hat. Der eine Blindshot, glaube ich, auf den Lux, der geklappt hat. Aber ansonsten muss da mehr kommen. Jetzt aber der T29 von der Seite. Und endlich sehen wir auch den visuell ersten Hit. Und jetzt hält er den T29 hier schön im Beschlag, aber leider ist er da dann zu. So, vielleicht kommt er nochmal drauf. Ne, der steht knapp hinterhalb des Hügels. Hügel. Auf Französisch Hügel. So, der Lux jetzt von hier drüben. Da im Runterfallen hat er sogar noch einen Hit drauf gemacht. Jetzt ist das erste Mal offen. Da sieht man mal wieder einfach den guten Tarnwert von dem Panzer. Muss aber jetzt wirklich aufpassen. Mega der Arti. Er ist immer noch offen. So, jetzt wieder zu. Jetzt kann er sich auch wieder hochstellen. Und das ist halt, der E25 hat halt einfach so einen sensationell geilen Tarnwert. Man kann es nicht anders sagen. Aktuell 1 zu 4 für den Gegner. Na, 2 zu 5. Unterm Strich bleibt es aber gleich. Ob 1 zu 4 oder 2 zu 5. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, der Gegner stellt sich hier etwas geschickter scheinbar an, was das Zerstören der Gegner angeht. Wah, Bremse. So. Ist es nicht schon das zweite Mal, dass die sich hier Hitpoints klauen? Beziehungsweise der T67 sich selber? Naja, wenn er keine braucht. Jetzt safet er hier hinten ab, um die Artis da zu covern. Weil auch hier, da ist ein E25 zuletzt gesichtet worden. Ist nur die Frage, wo ist er? Da kommt doch schon was. Der T150. Da ist er aber offen. Muss hier ein bisschen aufpassen und da geht's. Ah, Replay-Fehler. Da, jetzt aber. Hat also praktisch schon den ersten auf den KV-85 bekommen. Kann ich hier weiter drauf wirken. Aber er steht so angewinkelt, dass er nicht wirklich dadurch schlagen kann. Der T-150 kommt jetzt auch. Vielleicht halten die Artis da jetzt mal drauf. Allein schon im Eigeninteresse. So, T-150 hat jetzt da den ersten Hit bekommen. Der KV-85 kommt jetzt hier auch. Aber die Artis halten nicht wirklich rein. 6 zu 8 steht es aktuell. Na, jetzt kommt der KV-85 auf die Artis. Und dementsprechend kann er sich ihm jetzt hier widmen. Auf die Kommandantenkuppel. KV-85 hat die Lorraine zerstört, aber die Crusader hat aufgepasst und nimmt den KV-85 raus. Aber wie gesagt, war zu erwarten, dass da der Arti das Zeitliche segnet. Gut, da hat er zwar einen kritischen Treffer. Oh, jetzt ist der die nächste Arti. Jetzt kommt er gut drauf. Jetzt kommt er noch vor. Kommt hier also noch besser drauf. Und jetzt nächster Schuss. Nimmt ihn raus. Perfekt, sehr gut. 8 zu 12. Oh, 8 zu 12, aber wo sind denn seine Leute hin? Also im Sinne von ja nicht mal mehr eine Arti. Oh, oh. Jetzt nur noch er mit einer Arti. Ja, das wird jetzt gleich spannend. Da ist der E25. Schießt jetzt beide erstmal daneben. Er trifft, der andere auch.
Und durch den Rammen hat er praktisch immer ein bisschen HP gekostet und konnte dann mit einem Schuss ihn erledigen. Aber es sind immer noch drei Gegner und dann nochmal drei Artis am Start. Also sechs Gegner, aber ich meinte drei normale. Jetzt muss er mal schauen, was er da machen kann. Also an seiner Stelle würde ich jetzt sagen, er kann auch das mitnehmen, was mitzunehmen gilt, aber ob er hier noch viel reißen kann, das werden wir jetzt sehen. Da ist die nächste Su offen. Aber auf die kommt er nicht drauf. Oh ja. So, jetzt hat er nur noch sechs Gegner vor der Brust. Hat die Su jetzt Cap? Das wäre es ja. Also zumindest mal eine Arti kann er noch mitnehmen. Das ist ganz klar, aber er hat halt 127 Hitpoints nur noch. Das ist halt für so ziemlich jeden Gegner ein One-Shot. So, jetzt capt die Su tatsächlich schon. Also bei 1 zu 6. Würde ich jetzt nicht cappen. Aber die Su macht's und er fährt jetzt also auch zurück. Irgendeiner muss ja die cappen. Noch nichts auch weiterhin offen. Also bis auf die Su alle Panzer sogar ungespottet in diesem Gefecht. Also auch das ist eine Kuriosität. Oh, zwei im Cap. Noch 10 Sekunden. Oh, drei im Cap. Alter. Da muss jetzt was aufgehen. Da muss jetzt was aufgehen. Da hat er was aufgemacht. Ja, das ist wie gesagt, das ist immer mit den... Boah, krass war das knapp. Immer halt mit den Replays leider ein bisschen doof, dass die da so... Ja, so teilweise so nicht aufgehen, wenn sie aufgehen sollten. So wie es im richtigen Spiel ist, aber... Jetzt hat er wirklich krassen Decap gemacht. Wahnsinn. So, jetzt hat er den... Zweimal die Kette gezogen, deswegen kann er jetzt nicht reparieren. Und der dritte macht den hoffentlich weg. Nee, Low Roll, aber noch einer. Und weg ist er, sehr schön. M4 ist jetzt da. Zählt der auf ihn. Artis werden jetzt auch gleich hier einprasseln, weil jetzt ist er offen. Aber der Decap war schon mal unglaublich episch. Krass. Also ein besseres Timing kann man gar nicht an den Tag legen, als das, wie er es gerade angestellt hat. Und zumindest der Krieger, der wäre jetzt auf jeden Fall verdient. Also, aber sowas von. Jetzt fahrt er hier scheinbar hoch und vielleicht oben gibt es nämlich einen Strauch, da wo er sich reinstellen könnte und dann kann er den M4 wegmachen. Zumindest dachte ich, da wäre ein Strauch, Schrägstrich Busch. Da ist die Arti. Das hält. Zweiter Hit. Und dritter Hit. Arti weg. Krieger geholt. Sehr, 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 sehr schön. Wo ist der M4? Wo ist der M4? Wo ist der M4? Da ist der M4, da ist der M4. Arti hält rein. Na krass. Da ist aber mal jetzt Action in der Bude. Hier beim E25 Replay. Das ist das, warum ich auch gerne so Replays zeige, weil wie kann es denn noch besser werden gerade? Na, Gun Depression kommt jetzt nicht runter. Von hinten rankommen und dann vielleicht zwei schnelle Hits. Das könnte was sein. Absolut unschöne Situation, in der er sich da gerade befindet. Aber da muss man auch mal die Gedanken und die Ruhe bewahren. So, ja genau. Jetzt hat er hier was, wo er sich verstecken kann. Und jetzt kann er den rausnehmen. Er ist nicht offen. Und jetzt steht er hier, ist nicht gespottet und kann hier in aller Ruhe den M4 beschießen. Und nimmt ihn jetzt raus. Fantastisch. Zwei Artis leben noch. Aber nach der Aktion ist ihm jetzt alles zuzutrauen.
Er nimmt jetzt hier den langen Weg. Will auch da jetzt gar keine Arti irgendwo verlieren oder verpassen. Deswegen guckt er hier auch nochmal in alle Ecken, wo sie sich denn befindet. Da ist schon mal, da ist der GB Panther. Kommt aber jetzt noch nicht drauf. Jetzt aber. Nein, schießt daneben. Er muss halt auch auf seine Munition langsam mal ein bisschen achten. Weil so viele Schüsse hat er jetzt auch nicht mehr, dass er sagt, er hat hier im Saus und Braus noch Möglichkeiten dafür. So, jetzt die Frage, wann hält die Art hier rein? Weil die können sich natürlich denken, dass der sich hier in den Büschen versteckt. Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2, schlecht von der Arti gemacht hier an der Stelle. Und ein unglaublich knapper Treffer Nummer 3. Aber dass die Arti hier da so rausfährt, wenn sie schon weiß, wo der E25 steht und auch der Busch ganz klar da ist, wo er ist. Weil wir sind hier im Spiel und nicht in den 2000er, wo man gesagt hat, der Busch muss weg. Jetzt noch eine Arti, die Su-122A, 3 Minuten 54 hat er noch. Also der T-67 sollte mittlerweile ansatzweise wissen, dass der E-25 hier weiß, was er macht. Da würde ich ihm jetzt nicht noch das Pingen vorgeben, sondern ich würde ihn einfach mal spielen lassen. Und er scoutet auch hier immer wieder gut mit seinem Fernrohr. Und der GB Panther schreibt fucking invisible E-25. Aber mein Gott, das ist halt natürlich ein sehr geringer Tarnwert, gepaart mit einem Busch. Ja, da braucht er sich nicht wundern. Nun geht wieder nichts auf. Ja, wie gesagt, jetzt hätte er... Ja, jetzt... Man könnte cappen. Oder man kann natürlich auch den letzten suchen und gerade in Anbetracht der neuen Kills ist natürlich so eine Suche schon verlockend. Muss ich schon sagen. Würde mir ähnlich gehen. Der T67 schreibt die ganze Zeit Cap please, now please. Please, please. Aber wie gesagt, auch wenn man gerne den Trainer auf der Bank spielt, man muss die Leute aber einfach mal machen lassen. Jetzt ist er offen. Da ist die Arti. So, jetzt muss er warten, bis er zu ist. Hat hier jetzt auch einen Busch wieder. Arti verschießt. Das ist jetzt seine Chance, da ein bisschen die erhöhte Position zu nehmen und ihn wirklich auch aus dem Leben zu befördern. Und der nächste Hit und der 15. Kill von unserem, ja, Tarnmeister, muss man hier schon sagen, dem E25, saugute Runde, so soll es sein. Und ja, was kann man denn Besseres sehen als einen Replay mit im Endeffekt 4129 Schaden, 9 Kills und einem 1:6 gedreht. Ja, für mich nicht viel mehr. Ich hoffe, euch hat es ansatzweise so gut gefallen wie mir. Deswegen lasst doch einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.